No matter how far we advance, we will remember the sacrifices of those who made it possible. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 Videospiele, wo man am Ende stirbt. It didn't take long for Reach to fall. Our enemy was ruthless, efficient, but they weren't nearly fast enough. In dieser Liste sehen wir uns Spiele an, bei denen die Figur, die man steuert, kurz vor dem Abspann noch dahin scheidet. Seid gewarnt, es kommen schwerwiegende Spoiler auf euch zu. Haben euch diese Tode überrascht? Bei welchen Protagonisten hättet ihr gehofft, dass ihr es bis zum Ende schafft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Slender – The Eight Pages. Dieses Indie-Survival-Horror-Spiel hat die Welt über nichts anderes sprechen lassen als den dünnen, gesichtslosen Slenderman. Auch wenn es recht simpel war, war die Begegnung mit ihm eins der schrecklichsten Erlebnisse, die man in einem Spiel erleben konnte. Weltweit haben Spieler versucht, so schnell wie möglich die 8 Seiten zu sammeln, um dem Slenderman zu entkommen und zu überleben. Aber selbst wenn man es geschafft hat, alle 8 Seiten aufzusammeln, gewinnt man nicht wirklich. Am Ende erwischt er einen trotzdem, obwohl man alle unheimlichen Zeichnungen aufgesammelt hat. Er taucht so wie immer auf und jagt dir einen Mordsschrecken ein, bevor der Bildschirm wieder schwarz wird. Platz 9. L.A. Noire. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Right where you are! Got it. So wie die klassischen Noir-Filme ist Rockstars L.A. Noire mit Gefahren und Betrug überhäuft. Spieler steuern Cole Phelps, einem ehemaligen Marinesoldaten, der zu einem LAPD-Detective wurde. Es dauert nicht lange, bis Phelps in der Rangordnung höher kommt, aber dieser Erfolg stürzt genauso schnell ab, nachdem er eine Affäre hat. Nach einer Degradierung und Blamagen arbeitet Phelps hart daran, sein Image wiederherzustellen, was sein letzter Fall sein wird. Und mit letzter Fall meinen wir auch letzter Fall. Cole, up here! I'll get this grenade first! The water is rising. You're first. Hand her up. Während Phelps letztendlich beim Lösen des Falls Erfolg hat und sich damit reinwäscht, kostet ihm das Leben. In den LA River Tunneln wird er nach heftigen Regenfällen von einer massiven Flutwelle getötet. Er erhält allerdings eine nette Beerdigung. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. Platz 8. Persona 3. But that doesn't mean that other ways of living are wrong. No one knows which road leads to happiness. Persona 3 ist ein Spiel mit zwei Endemöglichkeiten, aber in beiden stirbt man. Der Protagonist führt eine Gruppe von Highschool-Schülern an, die die Fähigkeit besitzen, Personas zu beschwören und die Schatten zu bekämpfen. Gefährliche Biester, die Hunger auf menschliche Gedanken haben. Ohne dass er es weiß, wird dadurch eine extrem mächtige Gestalt namens Nyx freigesetzt und macht sich auf den Weg zur Erde, um die gesamte Menschheit auszulöschen. Letztendlich erhält man zwei Möglichkeiten. Please. Get some rest. I'll stay right here with you. Man kann sich entscheiden, alles zu vergessen und ein glückliches, ignorantes Leben mit seinen Freunden zu führen, bis Nyx kommt und jeden umbringt. Oder man kann sich entscheiden, gegen Nyx zu kämpfen, um das Wesen wegzuschließen. Selbst wenn man gewinnt, verlangt die Schlacht eine Menge ab und damit wird dein Leben geopfert, um die Welt zu retten. Don't worry. I will always be by your side. Protecting you. Platz 7. Crisis Core, Final Fantasy 7. You're gonna make it too. You got that? Jeder, der das Original Final Fantasy 7 gespielt hat, wusste, dass es Zack Fair aus diesem Prequel nicht lebend rausschaffen würde. Aber das macht seinen Tod nicht weniger bedeutsam. Die Reise von Zack bringt ihn vom loyalen Shinra-Soldaten so weit, dass er von genau dieser Organisation gejagt wird. Nachdem er herausfindet, dass an ihm jahrelang experimentiert wurde, um Supersoldaten zu kreieren, lassen Zack und sein neuer Freund Cloud Shinra hinter sich. You have succeeded Angeal's spirit. And carry a part of Sephiroth within you. Während des Höhepunkts des Spiels darf man Zacks letzten Kampf spielen, wobei man einen verletzten Cloud vor einer Horde an Shinra-Soldaten mit dem ikonischen Buster-Schwert verteidigt. Es ist ein unglaublich heldenhafter Moment, der mit dem tragischen Schicksal von Zack endet. Live. Platz 6. Mass Effect 3. Synthesis is the final evolution of all life. The paths are open, but you have to choose.
Das Ende von Mass Effect 3 wurde totgeredet, und wenn wir schon vom Tod sprechen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Commander Shepard es lebend durch die möglichen Enden schafft. Im kontroversen Höhepunkt des Spiels erhalten Spieler drei Möglichkeiten: die Reaper zerstören, die Reaper kontrollieren oder alles synthetische und organische Leben miteinander verschmelzen. Außer wenn man das zerstörerische Ende gewählt hat, nachdem man ein EMS-Rating von 3100 oder noch mehr erreicht hat, und das nur im Extended Cut wohlgemerkt, wird es Shepard nicht bis zum Abspann schaffen. Selbst wenn, ist das nur eine Sonderbehandlung für diese bestimmten Spieler. Offiziell betrachtet ist Shepard tot. Außer BioWare entscheidet sich, diese Entscheidung rückwirkend zu ändern. The archives tell the true story of those who came before us. They fought a terrible war, so we wouldn't have to. Platz 5. BioShock Infinite. Wait a minute. I know this place. Die verwirrende, multiverselle Art von BioShock Infinite und dem Burial at Sea DLC machen es schwierig, das tatsächliche Schicksal von Booker DeWitt zu bestimmen. Aber es ist Fakt, dass die Version, die man im Hauptspiel spielt, am Ende stirbt. Während des Höhepunkts erfährt Booker, dass der Bösewicht Zachary Comstock in Wahrheit eine alternative Zeitlinienversion von sich selbst ist. Beware the false shepherd Booker DeWitt, for he shall be as a wall between her and destiny. Why? Der religiöse Fanatiker wurde durch eine Taufe geboren, die Booker über sich ergehen hat lassen, um für seine früheren Untaten zu büßen. Um Comstock daran zu hindern, geboren zu werden, erlaubt Booker verschiedenen Versionen von Elizabeth, ihn zu ertränken, sodass diese Entscheidung niemals getroffen wird. Verstanden? Nein? Verständlich. I'm both. Platz 4. Shadow of the Colossus. Dieser wahre Klassiker folgt der Geschichte von Wanda, einem jungen Mann, der so gut wie alles tun würde, um die scheinbar tote Mono zu retten. Was er letztendlich macht, ist 16 atemberaubende Kolosse niederzustrecken, auf Geheiß von Dormin, einem Wesen, das im Tempel des Spiels eingeschlossen ist. Aber Überraschung, Dormin kann man nicht vertrauen. Als die Aufgabe erfüllt ist, kommen dort Emon und seine Männer beim Tempel an, um Wanda für seine Taten zu töten. Jedoch besetzt das befreite Dormin-Wesen Wandas Körper und fängt an zu randalieren. In einem letzten Bemühen führt Emon ein Ritual an Dormin und Wandas Körper in einem Wirbelwind an Licht durch. Auch wenn die wiederbelebte Mono einen scheinbar neugeborenen Wanda im Pool findet, ist der Mann, der sie gerettet hat, definitiv weg. Platz 3. Halo Reach. Dieses Prequel liefert während dem Ende eine schöne Verbindung zum ursprünglichen Halo, aber für die Figur, die man steuert, sieht es nicht so schön aus. Das Spiel handelt auf Reach, eine der letzten erdähnlichen Kolonien und der Hauptstützpunkt der UNSC, um die böse Allianz zu bekämpfen. Das Spiel endet damit, dass die Spielefigur Noble Six auf Reach zurückbleibt, um der Pillar of Autumn einen sicheren Start zu gewährleisten. Oder zumindest dachten wir, dass es so enden würde. Nachdem der Abspann läuft, bekommt man eine letzte Aufgabe. Überleben. Nur dass man das nicht kann. Man kann kämpfen, wie man will, letztendlich wird Noble Six von der Allianz übermannt werden, auch wenn es seine Handlungen und sein Opfer sind, die das Überleben der Menschheit sicherstellen. Platz 2. The Walking Dead Season 1. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Claire, it's okay. Obwohl es während einer Zombie-Apokalypse stattfindet, man viele Figuren sterben sieht und es auf einer Reihe basiert, die mit tragischen Toten überhäuft ist, waren wir von diesem hier trotzdem schockiert. Man begleitet Lee Everett, der sich um ein junges Mädchen namens Clementine kümmert. Der Zusammenhalt der beiden wird während des Spiels sehr schön aufgebaut, was sein Schicksal nur noch verheerender macht. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. Gegen Ende wird Lee von einem Walker gebissen. Man bekommt die Möglichkeit, Clem zu befehlen, Lee zu erschießen, bevor er sich verwandelt, oder dass sie ihn zurücklassen soll. Unabhängig von der Entscheidung ist der Tod von Lee absolut herzzerreißend.
Platz 1, Fallout 3. Once you're dead, we'll finish off this pathetic brotherhood and become the true saviors of the wasteland. Wer kann sich an das dämliche Ende in Fallout 3 erinnern, das einen sterben lässt, obwohl es eine einfache Lösung gäbe, um das zu verhindern? Jeder war genervt, womit Bethesda diesen Fehler mit einem DLC korrigiert hat. Ja, schöne Zeiten waren das, aber jetzt zu unserem wirklichen Platz 1. So ends the story of the Lone Wanderer. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1, Red Dead Redemption. And you go inside and you keep the doors and the windows locked. I hear you. Then run! Yeah, run, boy! Auch wenn der Tod von Arthur Morgan im Prequel definitiv Anerkennung verdient, müssen wir den ersten Platz an das Original verleihen. John Marston wollte sein altes Leben als Gesetzloser hinter sich lassen, um ein einfaches Leben mit seiner Familie zu führen. Unglücklicherweise war der Regierungsagent Edgar Ross anderer Ansicht und hat die Familie entführt, um Marston den Rest seiner alten Bande jagen zu lassen. Dabei wurde er allerdings verraten. Ross hat die Familie wieder freigelassen, aber dafür Marston niedergeschossen, womit er einen Platz als eine der meistgehassten Figuren im Gaming erhielt. Es ist eine absolut ikonische Todesszene, aber trotzdem waren wir mehr als froh, als wir im Epilog gesehen haben, wie der Sohn von John Rache nimmt. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.